Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Star Stable Remake mit Ximena Evening Rider und der kleinen Moon Lady. Jawohl, die jetzt auch ein bisschen Halloween-mäßig schon gekleidet ist. Also, ja, Decke und Gamaschen. Naja, und die Ximena natürlich auch. So, aber wir wollen jetzt hier gar nicht irgendwie über Halloween diesmal reden. Diesmal wollen wir hier weitermachen bei der Alex. Was? Du hast einen Brief von Sabine an Justin übergeben? Oh, oh, das ist nicht gut. Und jetzt sind beide weg? Warte, hast du schon mal Sabines Pferd gesehen? Kahn? Er sieht wirklich anders aus als andere Pferde. Er hat fast sowas wie einen Schein um sich. Seine Hufabdrücke sehen auch anders aus, so als würden seine Hufe brennen, wenn er sie in den Boden drückt. Vielleicht finden wir so eine Spur, wenn wir Ausschau nach solchen Abdrücken halten. Schau mal um den Stall herum. Ja, machen wir. Wir gehen mal gucken, ob wir da irgendwas finden. Mal sehen. Judy, zu dir kommen wir später, unter Umständen, je nachdem, wie lange das hier alles so dauert. Aber jetzt müssen wir erstmal... Ah, da! Hufabdrücke von Kahn finden. Noch viel mehr. Folgen wir der Spur. Was? Das war's schon? Echt mal? Jetzt haben wir Spuren gefunden und ich soll jetzt wieder zurück? Sieht ja fast aus wie die Spuren hier von dem kopflosen Reiter. Von dem Galoppreiter Thompson. Meine Güte. Ganz schön feurig hier im Moment. So. Aber schauen wir mal, was Alex da jetzt so meint. Gute Arbeit, Ximena. Anhand der Richtung der Spuren glaubst du, dass es so scheint, als wäre Sabine in Richtung Moorland geritten? Du magst recht haben. Wahrscheinlich, um irgendwo Justin zu treffen. Glaubst du nicht? Ja, möglich, klar. Lass uns den Hufspuren gemeinsam folgen. Sie sollten einfach zu finden sein, jetzt wo wir beide wissen, wie sie aussehen. Los geht's. Tja, dann... Oh, ein Rennen. Okay. Folgen wir mal den Spuren hier. Wow. Alex gibt aber ganz schön richtig Gas hier. Aha. Das war nur ein anfänglicher... Weiß ich auch nicht. Ein anfänglicher Ausbruch an Temperament. Und jetzt kann sich doch Moon Lady hier durchsetzen. Yay! Ja, das ist jetzt aber schon eine Strecke hier. Also zumindest, wenn das Rennen bis nach Moorland geht. Mal gucken. Überall noch hier diese feurigen Hufabdrücke. Na? Meine Güte. Sieht ja schon richtig krass aus. Ist wahrscheinlich eine Quest, die man auch sehr cool abends machen kann. So, jetzt kommen wir hier schon an dem Hauptweg an, der zum Nilmas Hochland führt und dann runter ja nach Moorland. Also von daher ist von Alex irgendwas zu sehen? Nö. Na gut. Wir kennen ja den Weg. Ja, auf nach Moorland. Na komm, auf jetzt, Moon Lady. Nicht schlapp machen. Ja, wunderbar. Und jetzt? Ah, hier. Da geht's weiter. Mein Gott, wo führt uns das denn hier hin? Was ein Rennen. Ja. Um die Ecken, Ecken. Da hinten sind die Spuren noch weiter am Strand lang. Meine Güte. Und nö? Da? Ah, da. Oh, okay. Rennen beendet. Ja, warten wir mal, dass Alex hier auftaucht. Da kommt sie. Mein Gott, Alex. Echt mal jetzt. Da sind sie ja. Sie verlassen die Insel. Verdammt, das kann doch nicht wahr sein. Das ist eine Katastrophe. Was? Nein, es ist nur diese Container. Sabine bringt Justin zu. Es tut mir wirklich leid, aber ich kann nicht mehr sagen. Ja, da fahren sie.
Justin winkt sogar noch. Krass. Tja. Merkwürdig. Aber warum will uns Alex nicht mehr sagen? Hör zu, du solltest Thomas davon berichten. Er ist Justins Vater und muss Bescheid wissen. Ich sehe dich beim Landgut wieder, okay? Ja, dann... Huch, da zischt sie von dann. Ach, jetzt geht es auf einmal richtig schnell, wa? Gut, dann reiten wir mal zu Thomas. Der sollte ja hier irgendwo in Moorland rumstehen. Warte mal, machen wir mal hier lang. Dann müssten wir ja theoretisch hier rüber hüpfen können. Ja, nicht nur theoretisch. So. Und? Ist Thomas hier irgendwo? Nö. Bin ich jetzt an ihm vorbeigeritten oder steht er hier im Innenhof? Wo ist er denn? Ach, da ist er. Hi, Thomas. Ich muss dir da was erzählen. Ximena, was ist das Problem? Du hast Justin gesehen? Hast du ihn aufgehalten? Sie sind mit einem Containerschiff gefahren? Das ist keine schöne Art zu reisen. Oh Gott, bitte sag, dass das nicht wahr ist. Mein Sohn wurde mir genommen. Mein Sohn wurde vom Bösen erobert. Oh mein Gott. Krass. Danke für die Information, Ximena. Von jetzt an solltest du all deine Energie dazu nutzen, Alex bei ihrer Suche zu helfen. Wir müssen Justin irgendwie wieder zurück nach Moorland bekommen. Du triffst sie jetzt beim Landgut. Sehr gut. Tja. Ja? Dann treffen wir sie mal beim Landgut. Machen wir es uns jetzt hier mal einfach und hüpfen in den Transporter. So. Ein bisschen bequem muss auch mal sein. So, ab dafür. Ja, das ist ja mal eine krasse Geschichte hier alles. Meine Güte, wie das wohl weitergehen mag. So, na? Der Transport dauert heute irgendwie extremst lange. Aha, jetzt sind wir angekommen. So, mal gucken. Wo steht Alex? Da steht Alex. Du hast es ihm erzählt? Wie hat er es aufgenommen, armer Thomas? Okay, also ich habe mit der Baroness gesprochen, während du in Moorland warst, und ich habe sehr interessante Neuigkeiten. Die Baroness hat mir erzählt, dass Justin ihr Enkelsohn ist. Was bedeutet, dass Thomas Moorland ihr Sohn ist? Wer Thomas Vater ist? Gute Frage. Das konnte ich nicht aus ihr herauskriegen. Sie hat nur gesagt, dass es keine Rolle spielt, da dieser lange tot sei. Du hast recht, Ximena. Das macht keinen Sinn. Justin hat gesagt, dass er zu seinem Großvater gehen will, solange er kein Grab besuchen will. Lügt hier jemand? Hör mal, es soll Unterlagen über die früheren Ehemänner der Baroness im Rathaus geben. Es ist voll von alten Unterlagen, oder? Warum reitest du dort nicht mal hin und suchst nach Namen? Tja, ja. Dann gehen wir mal zum Rathaus. Jo. Bin ja mal gespannt, ob wir da vielleicht was rausfinden können. Ja. Den Ratsmann mal fragen. Oder das Rathaus? Aber im Rathaus ist das Clubhaus. Na, wir werden es sehen. Es wird sich alles irgendwie finden. Yay. Nein, nicht auf vor die Birke klatschen. So, hier schön lang. Ich mag die kleine Moon Lady. Sie ist echt eine süße Maus. Huch, ab durch den Busch. Ja, ja. Ach Gott, das war jetzt zu viel für dich. Echt mal. Aber es leckt ja auch wieder ein bisschen. Es ist irgendwie alles nicht so wirklich stabil. Und das hier ist Server 4, wohlgemerkt. Darf man nicht vergessen. Also von daher, naja. So, aber wie auch immer. Jetzt sind wir gleich in Silverglade. Mal gucken, ob wir da im Rathaus was rausbekommen können. Ich bin gespannt. So, die letzte Kurve zum Ortseingang. Und da ist Silverglade. Yay. So, der Ratsmann. Er mag mit uns sprechen. Das ist schön. Hallo, Ratsmann. Der Gute hat ein bisschen Spinnweben angesetzt. Naja, gut. Hallo, was kann ich diesmal für dich tun? Natürlich, die Meldebücher sind für jeden einsehbar. Wonach suchst du denn genau?
Oh, die Familie Silverglade. Das könnte sich etwas schwierig gestalten. Vor einiger Zeit gab es ein mysteriöses Feuer in den Archiven, bei denen nur die Aufzeichnung der Familie Silverglade zerstört wurde. Das ist wirklich etwas seltsam. Da stimme ich dir zu. Sehr komisch. Das ist aber wirklich komisch. Wie auch immer, alle Hoffnung ist vielleicht noch nicht verloren. Ein früherer Bürgermeister hatte immer Kopien von allen Akten in seinem Sommerhaus. Es ist schon seit vielen Jahren verlassen, wahrscheinlich voll von Graffiti. Es ist mit Sicherheit sehr heruntergekommen. Du könntest allerdings trotzdem dorthin reiten und gucken, was du finden kannst. Vielleicht hast du ja Glück. Das Haus ist im südwestlichen Außenbezirk von Hollowoods. Okay. Finde das alte Sommerhaus. Tja. Dann gehen wir das mal finden. Ich meine, gut, hier kommt mir natürlich jetzt definitiv zugute, dass ich ja nun das hier als Remake spiele, als SSO again, wie es bei Alicia, bei Mandy zum Beispiel heißt. Ich weiß natürlich, wo das Sommerhaus ist. Also von daher, ja, können wir uns im relativ direkten Wege dahin machen. Es sei denn, ich verlaufe mich jetzt. Das wäre natürlich jetzt auch ein Witz. Ist ja oftmals so, ne? Wenn man meint, man weiß was und kann es ganz locker alles machen, dann geht's schief. Naja. So, ich kürze hier jetzt mal einfach kreuz ab. So. Und ab geht's durch den Wald. Yay! Ah, die kleine Maus. Also die kleine graue Maus. Die Xim mag ich allerdings auch, die da oben drauf sitzt. Ja, ja. Tja. Und da ist das Sommerhaus. Mal sehen, ob wir jetzt hier was finden. Das sind nämlich alles so die Sachen, muss ich ehrlich sagen, da erinnere ich mich überhaupt nicht mehr so wirklich dran, wie es, ja, wie es gelaufen ist hier. So. Mal hier in diesen Haufen hier suchen. Nichts Interessantes gefunden. Schade eigentlich. Aber hätte ja klappen können. Hier vielleicht? Auch nichts Interessantes gefunden. Nächste Chance. Ah. Unter all diesem Müll solltest du irgendwo ein Buch über die Familie Silverglade finden. Das Buch fällt schon auseinander und viele Seiten sind durch Feuchtigkeit beschädigt. Aber du findest, wonach du suchst. 1965 war die Baroness mit Herrn John Sandmann verheiratet, gemeldet in Forgrove. Okay. Du nimmst das Buch besser mit zum Landgut, sodass Alex es sehen kann. Tja, kehre mit dem Buch zurück zu Alex. Das machen wir. Wie kommen wir denn jetzt von hier am ungeschicktesten zu Alex? Reiten wir hier irgendwie einfach so querfeldein. So, erstmal wieder aus dem Wald raus irgendwie eigentlich, ne? Ja. Mal hier auf den anderen Weg. Darüber reiten. Ich glaube, das ist geschickter. Dann sind wir nämlich schon mal an der Mühle. Und dann können wir über die Everwindfelder quer rüber reiten. Zum Landgut und zu Alex. Ich bin gespannt, was Alex zu unserem Fund sagt. Mal hier hoch. Na komm, das kannst du. Und hier wieder gleich runter. Jetzt müssen wir eigentlich nur einmal kreuz drüber. So, am Schäfer London vorbei. So. Durch die Schafe durch, die sich ja überhaupt nicht vor uns erschrecken. So war es aber auch. Und quer über die Felder. Yay! Können wir uns mal wieder anschauen, wie schön die kleine Moon Lady hier vorwärts läuft. Aber da haben sie ordentlich dran gemacht an der Grafik zumindest. Na, es war ja wirklich mal so, dass der Reiter sich beim Morgen echt die Nase jedes Mal komplett gestoßen hat. Ich meine, gut, man wippt immer noch ziemlich arg, aber man haut wenigstens nicht mal ständig mit der Nase auf den Hals vom Pferd. Das ist schon mal eine absolute Verbesserung, muss man ja mal sagen. So, und jetzt sind wir auch schon am Landgut
das vor ein paar Monaten ja überarbeitet wurde. Ich finde es jetzt sehr, sehr schön. So, und hier sollte jetzt dann irgendwo ja auch die Alex wieder stehen. Oder immer noch. Alex? Ah, da, am Stall. So. Wow, das ist ein wirklich altes Buch. Es fällt ja auseinander. John Sandmann, sagst du? Ich frage mich, wer das ist. Ja, ich mich auch. Linda ist weg und wer ist John Sandmann? Wir müssen eine Weile darüber nachdenken und morgen nach Linda suchen. Ich treffe dich morgen hier wieder, Ximena. Tja, gut, dann ist das wohl so. Und dann beenden wir hier auch die Folge. Wir haben aber noch was bekommen. Soll doch mal schauen. Ein schöner Pullover, passt ziemlich gut, Springen plus 1, Pflege plus 1, Verkaufspreis 155 Schillinge und ab Spieler Level 1. Schön. Aber im Moment wollen wir ja hier den Halloween-Look nutzen. Ihr Lieben, ich hoffe, die Folge hat euch wieder ein bisschen Spaß gemacht und wir sehen uns dann bei einer weiteren Folge von Ximena Evening Rider und Moon Lady bei einem meiner Star Stable Remakes. Bis dahin. Tschüss!